Was geht ab, Filmfreunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt's die Mediabook Overview 2021. Und ja, natürlich gibt's dann auch noch eine Steelbook Overview danach irgendwann. Und natürlich irgendwann auch noch eine Blu-ray Blu-ray Overview, vielleicht auch mal eine DVD Overview. Haut mir es mal in die Kommentare, was ihr da noch sehen wollt. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir legen direkt los. Ich habe das natürlich letztes Jahr auch schon gemacht. Ja, und das wiederholt sich natürlich auch jedes Jahr, ist ja ganz klar, denn man bekommt natürlich immer wieder neue Sachen in die Sammlung, allerdings ja, bleiben auch ältere Sachen immer wieder, und deshalb wiederholt sich das natürlich jedes Jahr, aber ich denke mal, innerhalb von einem Jahr vergisst man auch, was der ein oder andere in der Sammlung hat, und deshalb finde ich das jedes Jahr wieder interessant. Wenn ihr das auch so seht, dann haut es mir auf jeden Fall in die Kommentare und lasst einen Like da, und ich würde einfach mal sagen, wir legen direkt los. Ich versuche das dieses Jahr ein bisschen, ja, schneller zu machen. Letztes Jahr hatte ich da, glaube ich, echt einige Parts, weil ich zu jedem Film noch ein bisschen was gesagt habe. Dieses Jahr versuche ich da so ein bisschen schneller drüber zu gehen. Allerdings werden es wahrscheinlich, denke ich, auch wieder zwei oder drei Parts, vielleicht auch echt wieder mehr. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ich habe die ganzen Mediabooks nach Labels soweit sortiert. Jo, und ich würde einfach mal sagen, wir legen direkt mal los. Legen los mit dem ersten Mediabook. Also ich habe jetzt nicht alle nach Labels sortiert, aber die meisten. Und jo. Erstes Mediabook, Rache, das habe ich mir mal im Müller gekauft für 4,99 €, das weiß ich noch. Ja, habe ich schon länger in der Sammlung. Jo, ist auf jeden Fall nice, sieht richtig cool aus, und das Ganze hat echt 5 € damals gekostet, also 4,99 €, und da konnte ich halt absolut nicht nein sagen. Und ihr seht ja, es sieht halt wirklich cool aus vom Cover her. Also muss man echt sagen, den Film habe ich noch nicht gesehen, kann ich noch gar nichts zu sagen. Ja, aber für 5 € konnte ich damals halt echt nicht nein sagen. Sieht halt wirklich cool aus. Ja, ich halte den Spine mal noch kurz näher an die Kamera. Sieht echt cool aus, gefällt mir auch gut. Jo, und ist echt ein schönes Mediabook. So, machen wir direkt weiter. Dann kommen wir zu diesem schönen Teil hier. Deadpool im Mediabook-Digibook. Es gibt da ja auch noch ein Mediabook von Birnblatt. Das hier hatte ich mir damals gekauft für 19,99 €, glaube ich, im Mediamarkt. Habe ich aber auch schon länger. Damals war auch noch so ein Kinogutschein dabei für Deadpool 2, das weiß ich noch. Der kam nämlich damals gerade in die Kinos. Ja, zum Film brauche ich hier nicht viel zu sagen. Absolut geil. Review dazu gibt's natürlich auch schon. Richtig cooler Film. Macht immer wieder viel Spaß auf jeden Fall. Und das Digibook ist echt richtig geil. Hat auch einige Seiten, also einen richtig hohen Buchanteil, was ich richtig nice finde. Und jo, ich würde einfach sagen, wir machen weiter. Und dann kommen wir natürlich zu Deadpool 2 im Mediabook. Ja, das Ganze kam, glaube ich, vor 2 Jahren raus. Hier in dieser Zeichenstil-Malbuch-Optik. Sieht auch ziemlich cool aus. Hier ist auch der Super-Duper-Cut enthalten, was ich auch geil finde auf jeden Fall. Jo, und sieht auch ziemlich cool aus. Zum Film brauche ich auch hier nichts zu sagen. Ist auch absolut geil. Viel, macht auf jeden Fall viel Spaß. Und ja, Deadpool 2 im Mediabook. So, dann machen wir weiter mit diesem schönen Mediabook hier. Ja, das hatte ich mir auch mal im Müller gekauft. Last Stand, auch damals für einen Preis von 4,99 €. Schade, das gibt es gar nicht mehr so oft bei Müller, dass die Mediabooks so billig verkaufen. Ja, mit Arnold Schwarzenegger hier. Auch ein richtig cooles Mediabook, gefällt mir auch richtig gut vom Cover-Artwork her, ist natürlich schlicht gehalten, aber sieht ziemlich nice aus. Und ja, ich muss sagen, gefällt mir ganz gut. Der Film ist auch echt cool, kann ich euch empfehlen, macht auf jeden Fall Spaß, ist einer der guten Arnold Schwarzenegger-Filme auf jeden Fall, obwohl der eigentlich fast nur gute hat, außer Sabotage hat mir damals jetzt nicht so gut gefallen, bin ich ehrlich. Aber ging auch noch, war jetzt auch nicht absolut schlecht, aber der hier ist auf jeden Fall besser. So, dann kommen wir zum nächsten Mediabook. Nämlich diesem hier. Ja, auch ein richtig nices Teil auf jeden Fall. Ghostland. Sieht richtig cool aus. Ist von Cape Light. Mit dieser ja, Lederstrukturoptik. Sieht einfach nur richtig nice aus. Wenn ihr das hier so seht, durch die Schutzfolie wird es ein bisschen schwierig. Aber ihr kennt bestimmt schon zahlreiche Unboxing-Videos davon. Ist ja vom selben Regisseur wie Martyrs. Martyrs habe ich nie gesehen. Den hier habe ich gesehen. Und ich muss sagen, hat mir echt gut gefallen. Ist auch für eine FSK 16 echt ziemlich hart gemacht an der einen oder anderen Stelle. Und ja, sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Wie gesagt, vom selben Regisseur wie Martyrs. Jo, richtig cooles Mediabook von Cape Light Pictures. Die machen auf jeden Fall auch echt coole Teile. So, machen wir weiter mit dem nächsten Mediabook. Wir bleiben bei Cape Light. The Boy,
Teil Nummer 1 im Mediabook. Jo, hier muss ich auch wieder sagen, schönes Mediabook, ist auch wieder so leicht angeraut, hat auch wieder so eine Lederstruktur, Optik oder sogar eigentlich stark angeraut, wenn ihr das hört. Ja, auf jeden Fall nicht ohne, sieht schon ziemlich nice aus, gefällt mir gut. Und jo, hat auch ein schönes Design, wie gesagt, Titelschrift am Spine, genauso wie auf der Front, ist glänzend gemacht, wie ihr seht. Das sieht schon echt ziemlich cool aus. Backartwork haben wir auch. Allerdings ist jetzt hier noch das Backpaper drin. Also das hole ich jetzt nicht extra raus. Weil sonst geht das Ganze wieder viel zu lang hier. Und ich ziehe wieder die Videos so krass in die Länge, dass es am Schluss wieder 4 oder 5 Parts gibt. Ja, mal schauen. Vielleicht gibt es die so oder so. Das werden wir noch sehen. Ich will jetzt keine endlos langen Parts hier machen. Sondern dann teile ich das dann doch lieber etwas auf. So, dann kommen wir zum nächsten Mediabook. Und zwar diesem schönen Teil hier. Auch ein echt richtig cooles Mediabook, muss ich sagen. Vom Artwork her habe ich mir auch mal für einen 10er, glaube ich, im Müller gekauft. Also auch für einen richtig guten Preis. Baskin. Es ist ja ein türkischer Horrorfilm, so viel ich weiß. Und der ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Also Freunde, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch mal an. Auf meinem Kanal gibt es dazu auch eine Review. Also wenn es euch interessiert, ich muss sagen, er hat mich damals echt überrascht und überzeugt. Ist so ein Film, den nicht jeder auf dem Schirm hat, den man sich aber echt mal anschauen kann. Da er echt so ein bisschen abweicht von den anderen typischen Horrorfilmen und mal eine interessante Story liefert. Ja, so viel mal dazu, könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Und Mediabook ist auch richtig nice auf jeden Fall, kann ich auch echt nur empfehlen. So, dann kommen wir zum nächsten Mediabook und zwar ist das dieses schöne Teil hier, ja, Battle Royale. Das habe ich mir auch mal im Müller gekauft für ja, 35 Euro damals, glaube ich sogar. Ja, das hat auf jeden Fall beide Teile enthalten. In der Uncut und Director's Cut Fassung, ja, bin ich jetzt mir gerade nicht mehr sicher. Aber ich habe dazu mal ein ausführliches Unboxing-Video gemacht. Also wenn euch das interessiert. Den ersten Teil habe ich schon gesehen. Ja, hat mir ganz gut gefallen. Den zweiten Teil muss ich mir aber auf jeden Fall auch noch anschauen. Und vom Mediabook her ist das echt cool. Das Cover finde ich halt auch ziemlich cool. Hier vorne diesen glänzenden Battle Royale Logo. Das sieht schon cool aus. Und hat auf jeden Fall was. Vor allem, wenn man dann beide Filme jetzt in einem Mediabook in der Sammlung hat. So, dann kommen wir zum nächsten Mediabook. Und das ist echt ein sehr schönes Teil, muss ich echt sagen. Funny Games hier im 3-Disc Mediabook. Es gibt auch noch ein 4-Disc Mediabook. Da ist noch eine Bonus-Disc dabei. Hier sind jetzt bloß das Original auf Blu-ray und DVD und nochmal das Remake nur auf DVD, also nur 3 Discs enthalten. Ja, im anderen Mediabook sind 4 Discs enthalten, aber ja, ist jetzt egal. Hat aber hier vorne eine richtig geile Prägung. Hier diese Eier sind geprägt, die im Spiel eine große Rolle, im Spiel, ja genau, im Film eine große Rolle spielen, so rum. Und ja, hier unten die Titelschrift Funny Games ist auch nochmal geprägt. Wenn ihr wissen wollt, was die Ostereier für eine Rolle spielen, dann schaut euch Funny Games mal an. Ganz klare Empfehlung an meiner Stelle. Ist echt ein sehenswerter Film, der wirklich nicht durch Gewalt, also nicht mal so durch Gewalt, aber auch natürlich, sondern durch ja so einen anderen Aspekt ziemlich, ziemlich krass zu schocken weiß. Ja, so viel mal zu Funny Games. Richtig krasser Film. Das Remake muss ich mir auch irgendwann unbedingt mal noch anschauen. Jo, schönes Mediabook auf jeden Fall. Macht echt ordentlich was her, muss ich echt sagen. So, lege ich auch mal zur Seite. Dann kommen wir zum nächsten Mediabook. Ja, und zwar diesem schönen Teil hier. Und hier muss ich auch wieder sagen, ein echt cooles Mediabook. Die Piero Le Fou-Reihe ist eigentlich eine echt coole Reihe. Habe aber hier jetzt echt nur ein Mediabook von denen in der Sammlung. Habe ich damals mir auch mal im, ja, ich glaube, Mediamarkt gekauft. Aber bin mir echt nicht mehr sicher. Film ist ganz cool auf jeden Fall. Ja, ist jetzt kein Meisterwerk, aber ich fand ihn damals echt ganz gut eigentlich. Hat was, ist so ein bisschen angelehnt. Ja, ich weiß nicht, mit was man den so vergleichen kann. Vielleicht mit Eden Lake, aber auf eine andere Art und Weise. Ist nicht so gut wie Eden Lake, auf keinen Fall. Aber kann man sich durchaus mal anschauen. Ist echt ein sehenswerter Film. Muss man jetzt nicht gesehen haben, aber ist echt so ein Film, wo ich sagen muss, der ist innovativ. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Ist ganz cool gemacht. So. Mediabook übrigens auch echt top, also das bekommt ihr, denke ich, auch noch einfach mal nachschauen. Dann kommen wir zum nächsten Mediabook, ja, und zwar zu diesem schönen Teil hier. Absolut richtig cooles Teil, gefällt mir echt gut vom Artwork her. Und der Film, ja, der ist halt echt einer meiner absoluten Lieblings-Slasher, Blood Rage. Also wer den Film nicht kennt, Freunde, den müsst ihr euch als Slasher-Film-Fan echt mal angeschaut haben, Blood Rage.
einer meiner absoluten Lieblings-80er-Jahreslöcher. Echt gleichgesetzt mit Freitag der 13. und so. Super Story, super Kills, der ist ordentlich brutal, also gar nicht zu vergleichen mit zum Beispiel dem ersten Freitag der 13. Der hier ist echt ordentlich hart vom Gewaltgrad her für die damalige Zeit und ich glaube auch immer noch beschlagnahmt. Ja, Mediabook gibt es ein paar Cover-Artworks, das hier sieht richtig nice aus. Es gibt noch ein Cover-A, das ist mehr Retro, das hätte mir damals besser gefallen, aber jetzt habe ich halt das, sieht auch ziemlich cool aus. Und ja, Film wie gesagt, absolut Hammer, Mediabook auch, also Kaufempfehlung. So. Dann kommen wir zum nächsten Mediabook. Und ja, das ist dieses schöne Teil hier. Auch ein wirklich cooles Mediabook, muss ich echt sagen. Gefällt mir auch echt gut. Ja, der Film ist jetzt nicht so krass. Schaut euch dazu gerne mal mein Weihnachtsspecial an, wenn ihr dazu mehr erfahren wollt. Ich habe hierzu auch ein Unboxing-Video gemacht. Ja, von außen ist das Mediabook echt cool vom Artwork her. Von innen, ja, könnt ihr euch ja selbst mal mein Unboxing-Video anschauen. Das Booklet hat nicht wirklich so viel Text, allerdings, ja, dafür, jo, ist der Film jetzt auch nicht so gut. Geht so. Aber es hat eine coole Limitierungskarte dabei, hat auch nur eine DVD drin. Also, ja, ist okay, ist ganz gut eigentlich. Vom Cover her auf jeden Fall cool, vom Film her, von den inneren Werten, ja. Muss man sich jetzt nicht anschauen, muss ich mir auch nicht nochmal geben. Aber wenn ihr da mehr zu sehen wollt, schaut euch auf jeden Fall mein Unboxing-Video an oder die Review, die gibt es in meinem Weihnachtsspecial, das ich zusammen mit dem lieben Insano gedreht habe. Viele Grüße an dich an dieser Stelle, falls du das Video siehst. Jo, gerne mal vorbeischauen. Dann kommen wir zum nächsten Video, genau, nächsten Video, nächsten Mediabook meine ich natürlich. You are next. Ja, das ist einfach. Was soll ich dazu sagen? Ich habe ihn mir vor kurzem nochmal angeschaut. Der Film ist brutal geil. Das ist für mich wirklich momentan der beste moderne Slasher, den es gibt heutzutage. Der ist sowas von gut, sowas von atmosphärisch. Also es gibt keinen Film, der so eine krasse Atmosphäre hat für mich. Kein modernen Slasher, ehrlich. Also der ist wirklich krass. Der baut so einen krassen, ja, Horror-Gruselfaktor auf. Also das ist echt, das ist schon unangenehm, wenn man sich diesen Film anschaut. Das ist einfach nur krass. Und die Kills sind auch brutal für eine normale FSK 18. Rundum gelungenes Slasher-Paket. Super unangenehme Atmosphäre. Richtig cool. Freunde, schaut euch unbedingt Your Next an, wenn ihr das noch nicht getan habt. Hier gibt es auch noch ein schickeres Mediabook von. Ja, mir fällt der Name nicht ein. Falls ihr es wisst, haut es in die Kommentare. Vielleicht fällt es mir auch noch ein. Auf jeden Fall gibt es da noch ein schickeres Mediabook. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch das gerne zulegen. Werde ich vielleicht irgendwann auch mal machen. So, dann kommen wir zum nächsten Mediabook. Sinestrange ist das Label, wo Your Next auch noch rauskommt. Also das ist noch ein schickeres Mediabook. Also wenn ihr denn es in einem richtig schicken Mediabook haben wollt, dann bei Sinestrange. So, jetzt aber kommen wir zum Mutilator. Auch ein schöner 80er-Jahres-Slasher. Wirklich richtig gut. Und hier muss ich auch wieder sagen, krass, krass, krass. Geil gemacht. Wir haben hier auch mal eine komplett andere Location hier mit diesem, der spielt nämlich am Strand und so. Das ist echt cool. Und ja, das Mediabook ist auch richtig schick, wie ihr seht. Schön retro gehalten, das Ganze. Und sieht auf jeden Fall nice aus. Und jo, hier geht auch auf jeden Fall mal eine klare Empfehlung an dieser Stelle raus. Ja, sieht auch wirklich richtig cool aus. Und so, Freunde, ich würde mal sagen, ich beende das Video für heute, weil sonst geht es wieder zu lang. Das war auf jeden Fall Part 1 meiner Mediabook Overview und wir haben gerade mal, ich schätze mal, ein Viertel abgearbeitet, wenn überhaupt. Also da werden echt noch ein paar Parts folgen, aber ich muss halt schon irgendwie ein bisschen was zum Film und zum Mediabook sagen. Deshalb, ja, freut euch auf die nächsten Parts. Ich weiß nicht, wann die jetzt kommen werden. Demnächst auf jeden Fall, aber jetzt nicht täglich. Mal schauen, vielleicht wöchentlich, aber freut euch auf jeden Fall auf die nächsten Parts. Wir haben noch ein paar Mediabooks vor uns, also wirklich noch einige. Und dann kommen ja auch noch die Steelbooks und die Blu-rays und die DVDs. Weiß ich noch nicht, wenn ihr euch dafür interessiert, haut mir es in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal dann, Freunde. Lasst gerne Like und Abo da, wenn euch diese Overview-Serie gefällt. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Vergesst nicht zu abonnieren, ihr wisst Bescheid. Euer Moviebüro 911 und ciao. Eat the